Jesus Christus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Liebe Gemeinde, heute ist Christi Himmelfahrt. Körperlich ist Jesus nicht mehr anwesend, aber gerade so ist er denen, die sich zu ihm halten, besonders nahe. Jesus geht ganz woanders hin, sodass wir himmlische Spuren von Gemeinschaft mitten im Leben entdecken. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu diesem ökumenischen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt unter Gottes weitem Himmel. Wir sind auf dem Dach unseres Gemeindezentrums in Stalzhoop. Herzlich willkommen. Es ist stürmisch, aber das sind wir ja an Himmelfahrt gewöhnt. Wir feiern ökumenischen Gottesdienst zusammen mit Gemeindereferentin Renata Kustusch von der St. Johanneskirchengemeinde in Stalzhoop, zusammen mit Uli Reuter von der Evangelischen Stadtmission und die musikalische Gestaltung unseres Gottesdienstes wird gestaltet von Daira Kugel-Hell, Peter Kopf, Werner Lamm und Boris Hafkin. Und wir wollen an diesem Himmelfahrt-Gottesdienst auch eine Kollekte einsammeln. Und zwar diesmal für die Bramfelder Laterne. Die Kontonummer sehen Sie eingeblendet. Himmlisch, dass wir an vielen Orten zusammen Gottesdienst feiern. Als eine Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört Worte aus dem 36. Psalm. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht fest wie die Berge, die Gott am Anfang der Welt verankert hat. Dein Recht ist so grenzenlos wie die Flut, die du vor der Schöpfung die Erde bedeckte. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie kostbar ist doch deine Güte! Zu dir kommen die Menschenkinder, im Schatten deiner Flügel finden sie Schutz. Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. Von dem Bach, der zu deiner Freude rauscht, gibst du ihnen reichlich zu trinken. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wo dein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung. Dein Sehnen ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Einsicht, Beherztheit und Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wo dein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung.
ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Im Johannesevangelium wird erzählt, wie Jesus betete. Er sprach: Ich bete nicht nur für die Jünger, die hier anwesend sind. Ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Der Glaube soll sie zusammenhalten, so wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen. Dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit verliehen, die du mir geschenkt hast. Die Herrlichkeit soll sie zusammenhalten, so wie auch wir untrennbar eins sind. Ich bin in ihnen gegenwärtig und du in mir. Sie sollen untrennbar zusammengehören. Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sein können, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt geschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt. Aber ich kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich ihnen verkündet und werde es weiter tun. Die Liebe, die du mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein. Amen. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses von Seoul. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist, und der die Welt allen Menschen geschenkt hat. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. Ich glaube an Jesus Christus, der gekommen ist, uns zu heilen und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidlich sind, dass Friede unerreichbar ist. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, die berufen ist, im Dienste aller Menschen zu stehen. Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt hat. Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet und dass alle Männer und Frauen gleichberechtigte Menschen sind. Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, mein Sohn Niki und ich nutzen die Zeit der Kontaktbeschränkungen, um gemeinsam in der Natur Fahrrad zu fahren. Nach mehreren Powerslides, also absichtlichem Vollbremsen mit kontrolliertem Rutschen, da halten wir gerne an und beobachten Tiere. Die Schildkröte sonnt sich auf dem Baumstamm, der Haubentaucher baut sein Nest aus. In der Natur entspinnen sich dann auch kostbare Gespräche zwischen uns, zwischen Vater und Sohn. Auch Jesus spricht mit seinem Vater, mit Gott, den er als seinen himmlischen Vater empfindet. Und Jesus sagt, worum es in seinem Vater-Sohn-Gespräch geht. Die bevorstehende Himmelfahrt. Eine Fahrt zum Himmel? Ein rätselhaftes Bild, was auch immer es bedeutet, Jesus geht für immer. Das ist erschütternd für diejenigen, die zurückbleiben. Sie kriegen Jesus nicht mehr zu fassen. So viel geht nun nicht mehr, denken die Jünger. Wir sind nicht mehr zusammen, wo wir doch immer zusammen waren. Wir wollen leben, zusammen mit dir. Die Jünger spüren die Unsicherheit, die Angst und auch die Einsamkeit, die zu unseren Lebensbedingungen hier auf der Erde gehören. Es gibt keine letzte Sicherheit. So viele Einschränkungen, kein fröhliches, sorgloses Singen. So viel geht gar nicht mehr. Und überhaupt bei all unserem Bemühen, was wir haben, das ist uns anvertraut. Sogar der Glaube. Jesus sieht das. Aber er hat auch schon diese andere große Perspektive für sich und seine Lieben unter Gottes weitem Himmel. Jesus ist sich sicher, ich gehöre zu der ganz neuen, unfassbaren Dimension, die nennen wir Himmel. Und er möchte uns daran beteiligen. Und zwar nicht irgendwann, irgendwo, sondern jetzt, sofort und hier. Denn immer wenn es schwer wird, bleiben zwei Dinge, Beziehung und Liebe. Und so bittet Jesus, bevor er denn geht, seinen himmlischen Vater für seine Gefährten. Die Liebe, die du, Gott Vater, mir geschenkt hast, soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein. Aber wie geht das, dass Jesus doch noch irgendwie da ist? Jesus sagt, der Glaube ist es, der die Menschen zusammenfügt. Ich bin in ihnen gegenwärtig und du Gott in mir. Sie sollen untrennbar zusammengehören. Jesus vertraut seine Lieben Gott an und geht auf Himmelfahrt. Die Fahrt in Himmelfahrt meint nicht Mobilität auf Rädern, sondern Fahrt bedeutet hier tragen, bringen. Himmelfahrt ist wörtlich ein Gebrachtwerden in eine Richtung, die unsere irdischen Dimensionen überschreitet. Wenn wir unser Kreuz hier auf der Erde tragen, dann gibt es eine Beziehung zwischen Gott und uns und untereinander. Die Sehnsucht nach Jesus und Gott, der eingreift, wird gerade nicht in dem einen Blick gestillt, der sich in der Ferne verliert. Unsere Sehnsucht wird mitten im echten Leben gestillt. Blicke nicht in ein unendliches Loch, sondern in Gesichter. Du bist mit ganz unterschiedlichen verbunden, an vielen Orten. Auch in Nikis und meinen Sohn-Vater-Gesprächen geht es um Großes. Die tollen Aufnahmen, die neue Action-Cam macht. Oder wie man die Tiere und die Natur schützt. Das ist Nikis großes Lebensthema. Wie man sich selbst für die Gemeinschaft einsetzt. Wir tauschen uns darüber aus, wie man mithilft, die Gesellschaft von den Folgen der Hassreden populistischer und extremistischer Politiker zu entgiften. Gott
Die Liebe, die du mir geschenkt hast, die soll auch sie erfüllen. So werde ich in ihnen gegenwärtig sein, sagt Jesus. Jesus hat sich ja nicht über andere gestellt, sondern mitten zwischen sie begeben und Zuversicht verbreitet und damit gezeigt, das könnt ihr auch. Der Sohn, Jesus, ist weg. Aber die Beziehung mit dem Göttlichen und die Liebe sind da und beweglich und leben in Gesichtern und zusammen. Auch das ist Himmelfahrt. Die Beziehung mit Gott ist beweglich. Sie lässt sich nicht einfangen oder einsperren, denn sie ist das Leben. Auch ein Haus, eine Kirche ist viel zu klein, um der Ort zu sein, an dem diese Beziehung, dieses Leben, diese Liebe ihren Ausdruck finden kann. Die Beziehung mit Gott, sie ist so weit der Himmel reicht. Sie geht bis zum Horizont und noch viel weiter. Himmelfahrt. Kein christlicher Feiertag stellt die göttliche Unverfügbarkeit und unsere menschliche Freiheit so sehr in den Mittelpunkt. Unser Blick ist nach oben gerichtet, den Himmel im Auge, unser Blick ohne Begrenzung, unser Gefühl einfach Freiheit. Und doch bleiben unsere Füße auf der Erde und wir sind verhaftet mit all unseren Prägungen und Begrenzungen, die uns zu Menschen machen. So erzählt es auch die Bibel. Denn nachdem sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet hat, gingen diese erstmal nach Hause. Sie machten die Türe zu, sperrten ab und blieben dort. Sie hatten Angst, wie es weitergehen kann. Gott war in den Himmel entschwunden, unendlich weit entfernt und nicht mehr greifbar. Ich glaube, nach Wochen des Lockdowns kennen wir dieses Gefühl sehr gut. In unserem Glaubenskurs hier in Steilshoop bereiten wir uns gerade auf die Taufe von 3 Menschen vor. Und eigentlich hätte sie an Himmelfahrt stattfinden können. Eigentlich. Aber dieses Jahr ist ja alles anders. Zurzeit sprechen wir über die Taufsprüche. Und die Täuflinge fragen mich, Pastor, was ist eigentlich ein Taufspruch? Ich sage dann, eure Taufe feiert und segnet eure Beziehung zu Gott, so wie eine Hochzeit eure Beziehung zu eurem Ehepartner feiert und segnet. Und der Taufspruch, der ist so etwas wie der Ehering, ein spürbares, ein sichtbares Symbol, dass wir immer mit Gott verbunden sind, dass Gott immer an meiner Seite ist, dass ich ihn immer spüren kann und dass er mich immer berührt, egal wo ich bin. Nicht in dem Sinne, dass Gott kontrolliert, was wir machen, sondern Gott ist einfach da. Wir sind frei und doch miteinander verbunden. Ebenso, wie wir uns das von einer Beziehung und von einer Ehe erwarten und wünschen. Himmel und Erde, Freiheit und Heimat, Ungebundenheit und Zugehörigkeit, Natur und Zuhause, Himmelfahrt und Pfingsten. Und so stehen wir heute auf dem Dach unserer Kirche und feiern Gottesdienst. Diese besonderen Zeiten machen dies möglich. Und gleichzeitig freue ich mich, am nächsten Sonntag wieder unten in der Kirche, in unserem Feiersaal Gottesdienst zu feiern. Gott ist überall und doch auf der Erde. Gott ist unendlich groß und doch so klein, dass er in unserem Herzen Wohnung finden kann. Vom Suchen und Finden Gottes, vom Suchen und Finden von uns selbst und vom Suchen und Finden unseres Lebens.
Darum geht es an Himmelfahrt, um nicht mehr, aber auch nicht um weniger. Amen. Meine Seele singe, wohlauf und singe schön. Dem, welchen alle Dinge zu Dienst und Willen stehen. Ich will den Herrn loben, hochpreisen auf der Erd. Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben wird. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertrauet, der hat das beste Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt. Sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht. Das weisen die Geschäfte, die seine Hand gemacht. Der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch und zähe Herde in großen Wilden Meer. Wir beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und bitten dich in dieser außergewöhnlichen Zeit um deine Hilfe. Wir bitten für alle Familien und Alleinerziehenden, die seit Wochen ihre Kinder zu Hause haben. Stärke sie, schütze sie und hilf im täglichen Umgang miteinander. Wir bitten dich für alle Mitarbeiter, besonders für Väter und Mütter, die im Gesundheitssystem und der Pflege arbeiten. Schütze sie und ihre Familien vor Ansteckung. Und wir bitten dich um unsere Familienangehörigen in den Alten- und Pflegeheimen, schütze sie in ihrem Alltag. Helfe auch den Alleinstehenden, die zum Teil seit Wochen keinen Kontakt hatten. Sei mit ihnen und tröste sie. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. In unseren eigenen Herausforderungen sind wir berufen, auch die Not der anderen zu sehen. Wir bitten für Menschen, die in Flüchtlings- und Sammelunterkünften leben, für die unbegleiteten Minderjährigen in den überfüllten Camps in Griechenland, auf Lesbos, Chios und Samos, und für die Einsatzkräfte, die auf Rettungsbooten in Flüchtlingslagern die leidenden Menschen sehen und ihnen zu Hilfe eilen. Lass uns nicht blind sein für die Not und schenk uns Mut zum Handeln. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Himmlischer Vater, wir bitten dich für unsere Politiker und Mandatsträger in unserer Stadt, für unseren Senat und die Bürgerschaft, für ein verantwortliches, besonnenes Handeln in dieser Krise. Wir bitten dich für Umsicht und Verständnis für die Bevölkerung und für weise und gute Entscheidungen zum Wohle unserer Stadt. Wir bitten dich für unser Land und unsere Politiker in Berlin. Gib unserer Regierung Weisheit und klare Entscheidungen, dass sie uns als Bundesbürger gut durch diese Krise führen können. Und wir bitten für alle Verantwortungsträger in Europa. Wir bitten dich um Einheit und ein maßvolles Miteinander. Erfülle sie in diesen schweren Zeiten mit deiner Weisheit für segensreiche Entscheidungen für unser Europa. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Millionen Menschen, die in den akuten Kriegs- und Krisengebieten oder in den armen Ländern leben, deren Not oft unvorstellbar ist in dieser Zeit. Für Menschen, deren Lebensgrundlage von der Dürre, von der Corona
oder von der Heuschrecken, Plage, zerstört und bedroht ist. Für Tagelöhnerinnen und Tagelöhner, die vor dem Nichts stehen. Wecke das Bewusstsein der Weltgemeinschaft, dass nicht Abgrenzung, Abschottung und Grenzschließung, sondern viel mehr Solidarität und viel mehr Hilfe für die Ärmsten notwendig sind. Lass uns nicht müde werden, um für die Notleidenden, lass uns nicht müde werden, uns für die Notleidenden einzusetzen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Gemeinsam wollen wir all unsere Bitten, Nöte und Sorgen in dem einen Gebet dir bringen, das du uns gelehrt hast, Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge die Straßen uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Zielbergab. Hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Hab unter Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und so geht mit dem Segen und dem Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich.
Erlasse leuchtend sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Und erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.